Hey Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Und ja, wir sollen hier unseren Freund Cedric befreien. Und ich brauche einen schwarzen Kohlestift, um sie nachzuzeichnen. Haben wir aber gerade noch nicht, soweit ich weiß. Wir haben aber dafür schwarze Pflanzenfarbe und weiß ich nicht, was wir jetzt hier anstellen können. Wir haben uns ja auch noch gar nicht richtig hier umgeschaut. Wir wimmeln mal einfach direkt los. Mal gucken, was sich dann ergibt. Hier ist schon ein Speer. Dann soll ich noch einen Helm finden. Und ein Köcher und ein Wolf. Wo ist denn der Wolf? Da ist ein Bär. Ja. Wolf. Wolf? Ist hier ein Wolf? Nee, das war ein Pferd. Bär soll ich auch finden. Achso, soll ich die ganzen Tiere hier sowieso noch finden? Ja, dann, ich klicke einfach nur gerade wieder, ne? Das war der Wolf. Fisch. Drache. Na, das ist ja jetzt ein bisschen einfach. Ich meine, da braucht man ja schon wieder gar nicht mehr gucken, was wir eigentlich suchen. Und zuletzt die Axt. Das war's schon. Das war ja easy. So. Stoffstück, Holzschatulle. Wie sieht's denn aus mit der? Da sind irgendwelche Hände drauf zu sehen. Was heißt das? Stoffstück, Stoffstück. Ich habe so viele Stoffstücke. Was soll ich mit denen? Schläf fest wie die anderen. Ich glaube, da muss ich hier nochmal rausgehen, weil hier ist dann wohl nichts mehr oder so. Das war da oben. Vielleicht gibt es noch woanders was zu tun. Ich weiß auch nicht. Was sagst du? Ich sehe, du hast dein Pendant gefunden. Du musst relieved. Ich konnte nicht in den Chiefs Yurt. But I know they brought him some stew. Meistens ist es ja so, dass man gar nicht mehr an die Orte kann, wenn man durch ist da. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal rein, aber komischerweise. Nee, ich hol mir mal einen Tipp. Genau, bring mich mal einfach dahin, wo ich hin soll. Ohne die Zauberkette, wenn es geht. Und ich soll nochmal ans Lagerfeuer. Ach so, weil ich jetzt hier den Kram kochen soll. Kann das sein? Anleitung, Zeichnung, was soll ich machen? Ah, okay. Kräuter in eine Schale. Aber ich habe, glaube ich, noch gar nicht alles, oder? Oder doch? Oder doch? Warte, ich muss nochmal drauf gucken. Das Wasser in den Topf und das Zeug dann in den Topf. So. Das dazu. Was jetzt? Die Stoffstücke sollen da auch rein. Hä, was ist das denn für ein ekliger Sud? Schon ein bisschen eklig. So, und was mache ich jetzt mit dem Stoff? Ach, die sind jetzt gefärbt worden. Und dann hole ich sie raus und die sind schwarz. Sicher? Eine nicht vollendete Zeichnung aus magischer Kohle. Ich erinnere mich. Okay. Alles klar. Jetzt ist es irgendwie... Was für ein Aufwand, um diesen Kohlestift schwarz zu machen. Ganz ehrlich. Okay. Gut, wie ihr meint. Und was ist jetzt auf dieser Zeichnung? Magie durch Zeichnung. Spezialität der Gnolle. So, was soll's denn hier sein? Bewege die gemusterten Halbkreise auf die Kreise in der Mitte, um Cedric zu befreien. Mache den Weg frei, indem du die kleinen Blöcke verschiebst. Moment nochmal. Ich bin immer nicht so ein Vorleser, der dabei gut denken kann. Kann immer irgendwie eins nur von beiden. Bewege die gemusterten Halbkreise. Also diese wahrscheinlich hier. Auf die Kreise in der Mitte, um Cedric zu befreien. Mache den Weg klein. Also, die kann ich irgendwie verschieben, damit ich die halt hier in die Mitte kriege. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich erstmal einen, ne? Und nicht alle, beide irgendwie. Nehme ich mal an. Der müsste mal ein bisschen weiter nach unten. Könnt ihr euch mal verschieben? So.
Oder eher so. Genau, und dann den nach unten. Oder auch nicht. Aber man kann den ja schön weit nach da schieben. Das ist schon mal gut. So. Wo soll der denn hin? Also ich denke mal, die Linken zum Linken und die Rechten zum Rechten, hoffe ich mal. Sind die beide gleich? Ja, die sind beide gleich. Okay. Dann dürfte das ja eigentlich gehen. Und vor allem, dass man die so kreuz und quer hier schieben kann, das macht es natürlich auch etwas einfacher. Nur, dass sie sich irgendwie, die lassen sich manchmal so schwer schieben. So, bist doch jetzt schon durch. Ah, lala. So. Gehst du mal bitte mit? So. Der ist doch jetzt schon drin, ne? Was wollt ihr denn? Ist das irgendwie falsch oder so? Gehört er doch dahin? Ja, vielleicht gehört er doch dahin. Ich habe keine Ahnung gerade. So, ich schieb die jetzt erstmal alle weg hier. Ist ja völlig egal anscheinend. So, wie man das macht. Hauptsache weg. So. Ein bisschen komisch ist das schon. Oh, naja. Ja, der kommt hier nicht durch, ne? Das war jetzt nicht so gut. Kann ich den so wegnehmen? Und den kannst du doch langsam mal runter. Mano. Kann der nicht noch weiter nach oben? So, jetzt ist der frei. Oder auch nicht. Weiß halt nicht so richtig, wo die hingehören. Ich würde die halt gerne mal vertauschen einmal. Geh doch mal an die Seite hier. So. Den wollte ich eigentlich da jetzt mal haben. Ich dachte, vielleicht sind die doch irgendwie untereinander auch vertauscht. Aber irgendwie... Geh und schiebe dich weg. Reicht das jetzt nicht? Also irgendwas ist hier noch nicht richtig, oder was? Ich meine, die sehen ja auch so schief aus, aber... Sind die irgendwie doch... Ach, die sind doch nicht gleich. Ach so, warte mal. Hier habe ich so einen Kringel mit einem Punkt in der Mitte. Sehe ich gerade. Ah, und hier ist ein freier Kreis. Okay. Warte, Moment. Dann gehört der definitiv... Ja, nein? Sind die beide denn gleich? Der gehört hier runter. Der gehört dahin. Und du gehörst da oben hin. Ja, dann kannst du doch wohl noch mal ein bisschen hier kurz an die Seite gehen, echt. So. So. Was stimmt denn jetzt hier nicht? Was wollt ihr denn von mir? Sind die doch falsch, die Linken? Ich werd ja bekloppt hier. So. ja. Jetzt habe ich sie nochmal ausgetauscht. Das muss doch jetzt mal hinhauen. Na, ach so, okay. Finde und befreie Cedric. Ja gut, endlich. Cedric, what do you make of this? Warum sagt sie das so kritisch? Strange that the box doesn't have a keyhole. And those handprints. Erst befreit sie ihn und dann Cedric. Was ist denn mit der Kiste? Schläft fest wie die anderen. So. Behalte den Anführer im Auge. Ich muss herausfinden, wo wir jetzt am besten hingehen. Ja. Gibt's denn hier noch was?
Mind if I borrow the box for a moment? Ja. Achso, du willst sie dir nochmal angucken. Give it here. It's responding to me. We have our contract. Kill the prince, and this box will open with the other half of the payment. What was that? Someone is trying to have me killed? How'd the Knolls know I'd be here anyway? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, du bist schockiert. Schockiert, schockiert. Was mache ich jetzt? Gehen wir raus? Gehen wir raus? Wo gehen wir hin? Was machen wir denn jetzt? Gab doch auch immer noch diese... Ach, bring mich mal dahin, wo ich hin soll, du Vogel. Ach, die ist jetzt offen. Sag das doch. Okay. Flaschenpost. Gucken wir uns jetzt heimlich an, ohne Cedric. Jetzt wissen wir den nächsten Ort. Das ist ja toll. Dann gehe ich mal auf die Karte. Bringt uns das vielleicht was? Verschlossen. Aktueller Standort, aktuelle Aufgabe. Aber mache ich jetzt? Okay, ich gehe doch wieder zu den anderen. Guckt mal, was ich gefunden habe. So there's the black tree. Let's leave before the Knolls wake. Einfach mal weggegangen von den anderen. I think we ought to figure out what that strange blob is before we move on. Okay, was ist denn hier bei den Felsen? Entferne das Halsband des Drachen. Ach, der Drache immer. Es tut mir irgendwie leid, ne? Ein Halsband, das sein Bewusstsein kontrolliert. Es ist leicht beschädigt. Kann ich hier was machen? Jip, jip, jip. So. Entferne das Halsband des Drachen. Habe ich gemacht. Und jetzt? Er winkt er. Er wartet darauf, dass ich mit Longhorn rede. Moment. Ich kann hier... Ich kann hier erstmal noch das hier, ne? Gibt's hier was zu tun? Wo ich was machen kann? Die da reinbringen? Wahrscheinlich einfach nur reinbringen. Ja. Okay. Was noch? Sammeln wir alles ein. Ich brauche etwas zum Abkratzen. Dann reden wir mal mit ihm. It's hurt. I can heal its wounds, but I'm missing some common ingredients. Jetzt wollen sie ihm helfen. Erst haben sie mit den... Here's the list of things I need. Use this pouch to hold the mushrooms. Okay, ich helfe dem Drachen lieber, als ihn halt wie am Anfang mit dem Seil irgendwie festzuhalten. Armer Kerl, erst haben sie sein Bewusstsein kontrolliert und jetzt ist er verletzt. Sag ich doch. Total unfair. Leerer Kolben, leerer Beutel. Ich komme zurück, sobald ich alles habe. Noch irgendwas hier? Gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier um. Oder auch nicht. Oder auch doch. Was haben wir denn noch? Ich glaube, wir sollen mit Cedric reden. Da ist eine Fee. Oh Gott, ja, ich habe die Feen vergessen. Scheiße. War ich jetzt so in verschiedenen Bildern, wo wir noch nicht waren? Wo ich die Fee nicht eingesammelt habe? Ich hoffe. Er hat recht, wir müssen tiefer in den Wald gehen, um die Zutaten zu finden. Ja, dann gehen wir mal. Er sucht auch nach den Zutaten. Aber ich werde sie finden. Ein alter leerer Kessel. Ja. Hier müsste auch wieder eine Fee sein. Vielleicht ist unter dem Wagen ja etwas. Ich brauche Licht. Ja, dann mach doch mal Licht. One fireball coming up. Geht doch. Praktisch. Der Fireman. Da ist die Fee. So, hier können wir wahrscheinlich die so einsetzen, nehme ich mal an. Fehlen uns aber noch zwei. Jetzt noch einer. Den habe ich noch nicht. Okay, was jetzt?
Ein alter leerer Kessel. Können wir da irgendwas machen? Wie sieht's denn aus? Ah, hier haben wir es doch. Ja, praktisch. Nee, dann ist okay. So. Nun, wähle die Augen in der richtigen Reihenfolge aus. Ah, die blauen. Blau und blau. Oder auch nicht. Ich probiere hier gerade rum. Okay, blau und grün. Pink. Pink, grün, blau. Hat geklappt. Rein in den Wagen. Dunkel hier. Viel zu dunkel hier drin. Ich muss Licht besorgen. Cedric, wir brauchen Licht. Inside the wagon? No problem. Gut. Dankeschön. So, ich habe hier einen Schlüssel. Für was? Weiß ich nicht. Lass mal los. Was haben wir hier noch? Also wir sollen irgendwie Schlüssel... Wir haben ganz viele Schlüssel, aber wir sollen doch die... Ach, die soll ich hier unten reinsetzen? Kann das sein? Umhang, Heim, Laterne, aha. Und dann kann ich die ganzen Sachen suchen, die hier unten angezählt werden. Das ist ja mal witzig. Sowas hatte ich auch noch nie in einem Wimmelbild. Okay, dann Umhang. Heim. Ist ein Nest. Laterne. Drei Karten Mörser und Stöße. Was ist mit diesen Puzzleteilen? Auch gut. Karte. Was ist mit dem hier? Da ist noch so ein Teil und noch ein Teil. Das ist gut. Ja. Dann noch ein Stock. Wo ist denn hier ein Stock? Dann klicke ich wieder weiter rum. Ah. Aber was ist denn mit zwei Karten? Ach, das sind diese Karten, die damit gemeint sind. Die sind die ganze Zeit an so Spielkarten. Alles klar. So, aber der Stock fehlt noch. Stock? 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 Stock. Ich brauche mal eine Hilfe. Stock. Ist da ein Stock? Wo denn? Ach so, der war am Bett. Okay, hab alles. Das magische Siegel ist komplett. So. Nehmen wir mal den Stein hier. So stellt man Regenwolken her. Ja. Soll ich das jetzt einfach machen? Oder heißes Wasser rinne mit Moospilz? Okay, hat sie das jetzt alles übertragen? Oder wie? Ach, meine Nase juckt. So. Da ist noch eine Fee. Oh Gott, ich hätte sie fast vergessen. Ah, hier können wir die Sachen einsetzen. Nimmst du das? Achso, du nimmst es nicht. Ach, hier gibt es verschiedene Symbole und die passen alle gar nicht. Doch. Huch. Schon vorbei, oder was? Na nü. Bin ich jetzt schon durch? Regenwolkenpulver. Ja, Rinde mit Moos, heißes Wasser, Pilze. Aber ich glaube, das hier ist ein anderes Rezept. Ich kann das nur untereinander noch nicht so benutzen. Das irritiert mich gerade. Hier ist auch noch was beim Bett. Ein Korken? Ein Korken. Okay. Hier gibt es irgendwie viel mehr zu entdecken, als ich dachte in diesem Raum. So kommt es mir gerade vor. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch hier. Dann haben wir hier den Kessel. Ja. Was geht denn jetzt vor? Welches Rezept und überhaupt? Da gibt es noch mehr zu finden. Oh, in der Ecke, da war auch noch was. Boah, sind das viele Pilze.
Nimm es mir nicht übel, dass ich jetzt hier einfach mal durch die Pilze mich durchklick. Die da hinten noch? Die hier? Die? Okay, die waren es noch. Die auch. Ich sehe nur einen Haufen Pilze. Okay, die kleinen noch. Welche sind denn das? Die. Ich finde die nicht. Irgendwelche müssen es doch mal sein. Ich kann das nicht. Die da hinten? Das ist doch auch so eine Ansammlung von vielen kleinen. Die hier auch. So ein paar große und ein paar kleine dazu. Hallo? Ach, das waren die kleinen Lilanen. Ja? Longhorn hat mir einen Beutel für die Pilze gegeben. Ja. Ja. Nein, nein. Geh weg. Beutel. Gut. Beutel mit Pilzen. Sehr schön. Ja. Ne? So. Heißes Wasser. Wasser haben wir irgendwie auch noch nicht. Ist da Wasser drin im Kessel? Weiß ich gerade nicht. Rinde mit Moos. Mit dem Meißel könnten wir das abnehmen, dieses Mooszeug hier. Ich brauche etwas, um draufzuschlagen. Okay. Das ist voll schön hier in dem Spiel, finde ich übrigens. Echt nett gemacht. Und jetzt müsste ich nochmal auf das Rezept einmal schauen. Obwohl die Zeit eigentlich schon um ist. Pilze und Rinde mit Moos. Heißes Wasser. Ist da Wasser drinne? Nein. Ich weiß gerade nicht, wo wir Wasser herkriegen. Aber wenn wir Wasser haben, dann hätten wir eigentlich zumindest für dieses eine Rezept alles. Und das machen wir im nächsten Part von Awakening, der schwarze Baum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.